Hallo, meine Lieben aus Deutschland. Hier ist mal wieder die Edith und ich möchte heute etwas mehr auf Alois Irlmeier eingehen. Und zwar habe ich ihn schon erwähnt und einigen von meinen Zuhörern sind darauf eingegangen. Und deswegen möchte ich ein bisschen mehr also von ihm erzählen. Und zwar Irlmeier ist ja kein wiedergeborener Christ, er ist katholisch und er ist auch Marienverehrer. Und deshalb denke ich schon, dass er halt kein wiedergeborener Christ ist oder ja, wahrer Nachfolger von Jesus. Man sieht das in seinen Prophezeiungen. Ja, schon, dass er eben Dinge erzählt, die mir in die Richtung von Katholizismus gehen. Und da muss man dann eben aufpassen. Ich glaube schon, dass er Dinge sieht. Ich weiß es nicht, wieso er das sieht, ja, wo diese Gabe herkommt. Wir haben ja die Gabe, können wir vom Heiligen Geist bekommen, die Gabe der Prophetie. Ich glaube aber nicht, dass eben der Irlmeier diese Gabe vom Heiligen Geist hatte. Aber diese Gabe kann auch andersweitig der Fall sein. Ich denke schon, dass wir Menschen vielleicht halt einfach, also einige Menschen haben eben die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was Menschen nicht können. Er hat halt die Gabe gehabt, in die Zukunft zu sehen. Genauso wie er eben vielleicht die Gabe gehabt hat, Wasser zu finden, also energetisch da Dinge zu fühlen. Und ich denke schon, dass es viele Menschen gibt, die diese Gabe haben, die Gabe, doch Dinge in der Zukunft zu sehen. Das braucht also nicht jetzt von Satan sein oder auch nicht von dem Heiligen Geist, sondern ich denke schon, es kann ja, eine natürliche Gabe sein. Und Alois Irlmeier hat ja bewiesen, schon zu Lebenszeiten, dass er diese Gabe hat, dass er eben in die Zukunft sehen kann, dass er also Dinge sehen kann, die ein normaler Mensch nicht wahrnehmen kann. Ja? Und deswegen, ich kümmere mich um keine anderen Seher. Ja, ich habe halt auch schon von Nostradamus gehört und er schreibt ja sowieso komisch und dann müssen die Leute das immer auslegen und ich halte mich von dem allem fern, weil ich ja bibelgläubig bin und ich glaube, was die Bibel sagt, prophezeit, was die Bibel prophezeit, das glaube ich. Und das sind trotzdem Menschen, die uns vielleicht Dinge sagen können, die Bibel uns nicht erzählt hat. Und zum Beispiel dieser Irlmeier hat ganz klar in die Zukunft gesehen und hat ganz klar diesen dritten Weltkrieg gesehen. Und die Dinge, die eben vorher passieren. Ja, wie zum Beispiel, dass sehr viele Ausländer nach Deutschland kommen. Dass eben das System, das Währungssystem, die Wirtschaft zusammenbricht, dass Revolution passiert, die Leute gehen auf die Straße. Er hat auch gesehen, dass man eben, ich habe das jetzt gerade gesehen, ich habe da drei Filme, die ich unten anbringe, damit ihr das selber auch anschauen könnt. Er hat auch gesehen, dass man mit einem Pappdeckel, wie er sagt, Geld abheben kann. Ja, mit einem Pappdeckel. Was ist das? Natürlich die Kreditkarte. Er hat auch von etwas geredet, das die Leute benutzen und da reinreden. Also das Handy hat er schon gesehen. Ja, und das zeigt mir halt schon, dass dieser Mann in die Zukunft hat schauen können. Wiederum glaube ich nicht, dass es unbedingt jetzt, nur weil er nicht wiedergeborener Christ ist, dass all das vom Teufel ist. Aber auch er kann sich irren, ja, auch er kann diese Dinge, die er sieht, mit seinen eigenen
Gedanken und Wissen beurteilen. Aber wie gesagt, er sieht schon ganz eindeutig, was passiert. Er sagt halt eben, dass da, also nach wie der es anfängt, jemand wurde umgebracht, ein Dritter wurde umgebracht, das heißt, es wurden schon zwei umgebracht und dann als der Dritte umgebracht worden ist, ein Politiker, da kommt es dann endlich zum Krieg. Ja, wo fängt dieser Krieg an? Wenn wir heute schauen, wo kann dieser Krieg anfangen? Ich denke halt schon, dass dieser Krieg anfangen kann im Mittleren Osten. Und zwar, wir haben ja zurzeit diesen Vertrag, diesen Friedensvertrag, der ja kein Friedensvertrag ist, sondern nur ein Vertrag, dass, dass diese Mächte wie Arabien und Israel und Amerika zusammenarbeiten, ja, und sich nicht in den Rücken fallen. Gegen wen? Gegen Iran. Und ich sehe schon, sie haben ja schon mal einen Politiker umgebracht, einen Militärmann in Iran. Ja, einer. Ich weiß, ich denke schon, dass es nur einer war. Ihlmeier hat gesagt, es werden drei sein, die umgebracht werden. Und beim dritten haben dann anscheinend die Leute die Nase voll. Und wer sind die Leute? Ich denke halt schon, dass es Russland ist, weil wir von ihm dann hören, dass Russland in Deutschland einmarschiert. Ja, in drei Kriegszüge, ganz schnell, innerhalb von 3 Wochen oder 3 Monaten, wird Deutschland eingenommen von Russland. Die kommen vom Osten. Ja, und ich denke halt schon, dass das alles angefangen hat im Mittleren Osten. Und er sagt dann auch sehr klar, dass vom Osten, ja, vom Osten her, diese, wie nennt er sie, diese Vögel, Tauben, glaube ich, nennt er die, dass die Tauben kommen und ein Paket abschmeißen mit einem gelben Staub, das dann alles umbringt, also Menschen und Tiere und aber nichts anderes kaputt geht. Das ist also eine biologische Waffe. Sozusagen einen ganzen Streifen wird eben da kaputt gemacht, dass die Truppen nicht mehr weiter reinkommen können. Und die Truppen, die noch auf der anderen Seite sind, also auf der Rheinseite sind, die tun dann gegen Norden ziehen, aber trotzdem werden sie umgebracht. Also die erreichen nie wieder das Zuhause. Aber zur gleichen Zeit, wie nun also Deutschland eingenommen wird und der größte Teil von Deutschland, ja, die Menschen tot sind, wie weit sagt er nicht ganz genau. Er sagt nur, dass sie also fast bis zum Rhein vorgehen. Also fast zum Rhein. Sein ganzer Streifen von Nord bis Süd ist da ein Streifen, wo die Menschen getötet sind. Und dann kommt halt eben diese 3 Tage Finsternis. Ja. Und diese 3 Tage Finsternis ist noch schlimmer wie die beiden Weltkriege. Also die Toten sind noch schlimmer wie die 3 Weltkriege zusammen. Das heißt, es überlebt niemand oder ganz wenige Leute. Und da soll ja auch dann auch noch eine Bombe abgeworfen werden im Ärmelkanal und dadurch auch eben viel überflutet werden an den Küsten. London soll überflutet werden. Ich glaube, 2/3 von England soll überflutet sein. Ja. Es ist interessant, wenn man ihm zuhört. Und wir sehen ja die Dinge, die jetzt passieren, ja, die er gesagt hat. Also, was wird passieren? Dieser 3. Weltkrieg. Er hat es ganz genau gesagt, dass 3. Weltkrieg passieren wird. Und wir hören das auch von anderen Seiten. Zum Beispiel, da ist ein Freimaurer, der heißt Pike und von Amerika. Und der hat es auch gesagt, dass 3. Weltkrieg kommt. Und wir sehen die Dinge jetzt, wie sie zusammenkommen. Ich glaube schon, dass es im Mittleren Osten anfängt. Also in Israel anfängt. Das ist, weil die Israeliten, die machen weiter und weiter. Das ist kein Friedensvertrag, was die hier gemacht haben. Das ist ein Vertrag, damit sie gegen Iran Krieg führen können.
Aber wenn sie gegen Iran Krieg führen, dann erlaubt das, dann wird Russland und China werden das nicht, glaube ich, erlauben. Sie werden sich dagegen endlich wehren. Sie haben ja, also es geht ja schon sehr viel, es wird ja schon sehr viel gegen Russland einen kalten Krieg geführt. Ja? Zum Beispiel gehen wir zurzeit durch diesen Ölkrieg. Ja, das ist ganz schlimm für Russland. Die Preise, die Ölpreise sind ganz nieder und dadurch wollen halt die Amerikaner auf Russland einen Druck ausüben und wollen sie sozusagen ja zwingen für Dinge. Und dann haben wir auch das mit dieser Gaslinie von Russland nach Deutschland, wo sie zurzeit halt unheimlich viel Druck auf Deutschland ausüben und auf Russland, dass sie nicht wollen, dass diese Pipeline fertiggestellt wird. Das ist alles Druck auf Russland und das ist alles ein kalter Krieg. Und irgendwann mal hat da Russland die Nase voll. Und auch China, weil sie tun ja auch Druck auf China ausüben. Und irgendwann hat mal China die Nase voll. Und wenn irgendwas dann passiert, wie jetzt zum Beispiel eben, dass der dritte Politiker da umgebracht wird, ich denke schon, dass es eben dann anfängt. Und dann kommt es zu dem dritten Weltkrieg, der eigentlich ja das Ende ist. Und dieser dritte Weltkrieg, glaube ich schon, dass dieser dritte Weltkrieg ein Teil von dem Zorn Gottes ist, den wir eben in Offenbarung sehen können, in Offenbarung 16 und Offenbarung 8 bis 11. Lest diese sieben Zornschalen und lest die sieben Posaunen. Und dann seht ihr, was der Zorn Gottes ist. Und innerhalb von diesem Zorn Gottes passiert halt dieser dritte Weltkrieg. Dieser dritte Weltkrieg wird, ja, findet dann das Ende eben vor Israel. Wenn die Israeliten oder nicht, wenn die Chinesen eben einwandern in den Mittleren Osten gegen Israel und sogar Israel angreift und sogar glaube ich, dass sie eben Israel und Jerusalem plündern. Das sehen wir ganz genau in der Bibel in Zacharja 14 zum Beispiel. Das habe ich schon in meinen anderen Videos gesagt. Zacharja 14 sehen wir das, dass Jerusalem zerstört wird. Nicht nur durch diese Truppen, sondern auch durch Erdbeben. Weil während dieser Zeit geschehen sehr viele Erdbeben. Und wir sehen ja dann auch, dass zum Schluss so dann die drei Tage Finsternis passieren. Also nachdem die Russen einmarschiert sind in Deutschland und diese Pakete abgeworfen haben, da passiert dann gleich diese drei Tage Finsternis. Und diese drei Tage Finsternis, die sind ja ein Teil von Gottes Zorn. Und diese drei Tage Finsternis wird ja noch viel, viel schlimmer werden, wie alles andere. Ja, es werden noch mehr Menschen sterben wie zuvor. Ich habe schon gesagt in meinen Videos, dass ich denke schon, dass mindestens zwei Drittel der Menschheit stirbt, wenn nicht noch mehr. Also wenn ich mir das anhöre, was alleine in Europa passiert, dann weiß ich das. Amerika, ich denke halt schon, dass in Amerika genauso schlimme Dinge passieren. Ich denke schon vielleicht, dass sogar in Amerika, Amerika ist ein Drittel von der Landmasse von der Welt. Und ich denke, dass Amerika ganz sehr stark eben durch Feuer zerstört wird. Und ja, vielleicht werden auch da eben die Chinesen einwandern und die in Amerika übernehmen. Ich denke schon, dass Amerika auch ganz sehr stark zerstört wird. Und zwar weiß ich halt auch, das sind auch sehr, zum Beispiel in Amerika, die einfach sehen, dass Amerika
hinterher ganz anders aussieht. Und zwar, dass da eine dass da nur zwei Landmassen übrig bleiben. Und in der Mitte, also der Mississippi vom Golf von Mexiko bis hoch zu den großen Seen, dass da ein großes Meer sein wird. Und dass es dann noch zwei Landmassen übrig sind. Also nur im Osten so eine Landmasse und dann im Westen eine Landmasse. Und dann sehr viele Teile eben vom Westen von Amerika sind auch unter Wasser. Also es wird sehr viel sich ändern, weil ja unheimlich viele katastrophische Ereignisse passieren werden während diesem Zorn Gottes. Liest es durch in Offenbarung. Und ich sehe halt, dass der Irlmeier, ja, das mit dem Irlmeier überschneidet. Und auch anderen, also Sehern oder wie man die sagt, Hellseher, also den Seher. Ich glaube, da ist auch eine Frau von, ich denke, Norwegen oder Skandinavien irgendwo, die auch Dinge vorausgesehen hat, die diesem Irlmeier ähneln. Ja? Also ich tue diese Dinge nicht einfach weg, aber ich tue sie ich ließ es, also ich benutze immer die Bibel und die Offenbarung, um alles einzuordnen. Ja, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ja, dass alle hinterher die Maria verehren werden, dann glaube ich das nicht. Also zum Schluss, wenn alles vorbei ist, das stimmt nicht. Ja, weil Maria wird nicht verehrt. Die Maria ist auch nur ein Teil der Braut Jesu. Sie ist nicht etwas, ja, Besseres. Aber vielleicht hat er gesehen, dass sie eben die Braut verehren. Ja, die Braut von Jesu. Ja, weil wir ja, die Braut von Jesus, wir sind ja eins mit Jesus Christus. Wir sind ja ein Teil, also wir sind ja eins mit dem Bräutigam. Und von daher tun wir ja auch die Welt regieren. Und das kann dann schon sein, ja, dass die Leute eben ja auch die Braut verehren. Ich weiß es nicht. Das ist eine Möglichkeit, aber nicht Maria. Und deswegen sage ich, vielleicht sieht er das halt auch nur mit seiner eigenen Vorstellung. Er sagt dann auch, dass der Papst zurückkommt, was ich eben auch nicht glaube, weil der Papst ist ja der Mann der Sünde. Der Papst ist ja Babylon, die große, die zerstört wird. Und auch der Papst wird zerstört. Er sieht halt, dass der Papst nicht zerstört wird, dass der Papst entkommt. Aber der Papst wird umgebracht, ja, weil er ja im Grunde sich in den Tempel Gottes gesetzt hat. Er hat gesagt, dass er ja der Kopf ist von der Gemeinde Jesu. Und das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. Wir sollen nicht dem Papst nachfolgen. Und von daher hat er schon einige Dinge gesagt, wenn wir die Bibel benutzen, ja, um das einzuordnen, dann wissen wir, dass einige Dinge, die er halt gesagt hat, nicht stimmen. Ich kann also jemand nicht 100% nachfolgen, weil ich brauche eine biblische Richtschnur. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Dinge eben passieren werden, die er gesagt hat. Aber hier kommt das große Aber. Diese Dinge passieren während der großen Trübsal. Falsch. Jetzt habe ich während der großen Trübsal gesagt. Nein, es tut mir leid. Ich falle manchmal auch noch zurück in dieses alte, falsche Denken. Nein, Zorn Gottes. Die große Trübsal, das gehen wir jetzt ja durch. Das ist die große Trübsal. Ich weiß, viele denken noch, und ich auch, ich bin auch manchmal damit befangen. Also ich bin auch manchmal noch da drin in diesem Denken. Das ist nicht die große Trübsal, sondern der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes passiert nach der Entrückung. Also Leute, normalerweise dürftet kein Gläubiger mehr übrig sein. Na, normalerweise, nein, im ganzen Gegenteil. Niemand, kein wahrer Gläubiger darf zurückbleiben nach der Entrückung.
wenn diese Trübsalzeit anfängt. Weil ich sehe ganz genau, dass dieser dritte Weltkrieg, vielleicht fängt er vorher an. Ja, also wir sehen schon die Dinge, wie sie sich anbahnen. Aber ich denke schon sicher, dass der größte Teil von diesem dritten Weltkrieg in diesem Zorn Gottes passiert, während diesem Zorn Gottes passiert. Das glaube ich sehr stark. Und dass wir eben dann nicht mehr da sind. Ja, es ist auch eine Hoffnung von mir natürlich. Aber ich sehe halt auch, dass dieser Krieg nicht sehr lange dauern wird. Und wie gesagt, dieser Krieg endet dann, dieser Dritte Weltkrieg endet dann in einem totalen Blutbad in der Schlacht von Armageddon. Wenn ihr das lesen wollt in der Bibel in Offenbarung, verschiedene Stellen könnt ihr das lesen. Ja, in der siebten Posaune, in der siebten Zornschale und dann nochmal irgendwo. Könnt ihr sehen, wie blutig, und dann auch Sacharja 14, wie blutig da diese letzte Schlacht ist, die eben dann alles dann fertig macht. Nach dieser Schlacht ist eben dann der Zorn Gottes fertig und ja, dann kommen halt, die werden halt dann diese Babylon die Große und das Tiersystem wird halt dann in den Feuersee geworfen. Weil ja dann das Tiersystem, was wir jetzt haben, wir haben jetzt das System, das Tiersystem. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Das haben wir ja jetzt. Das heißt, die Politik ist ganz von Satan, von Luzifer geführt. Und das wird ja dann alles zerstört, weil ja dann Jesus und seine Braut die Welt regiert und ganz anders regiert. Und das hat er auch irgendwo schon beschrieben am Ende, wie es dann anders aussieht. Er hat ja dann auch gesagt, dass die Welt ein ganz anderes Klima haben wird, zumindest in Europa. Alles wird anders sein. Warum? Weil ich halt immer noch denke, dass dieses System kommt, dieses Nibiru-System, Planet X, dass das immer noch kommt und eben diese ganzen Katastrophen verursacht. Ja? Wie jetzt zum Beispiel eben diese 3 Tage Finsternis. Es wird diese 3 Tage Finsternis verursachen. Auch natürlich Erdbeben und eben, dass sich das Wetter ändert. Dass das Wetter ganz anders wird. Er hat auch gesagt, dass die Farben anders aussehen. Ja, ist ganz komisch. Er meint, das Grün wäre ganz, das wäre anders. Aber er hat es gesagt. Ja, also hat er schon gesehen, dass sich das Wetter ändert, vielleicht auch die Sonne sich ändert, wie die Sonne scheint. Aber nochmal, Leute, ihr müsst jederzeit bereit sein für die Entrückung, weil wir, die wirklich Gläubigen, gehen nicht Zorn Gottes. Ja, wir gehen nicht durch den Zorn Gottes. Wir brauchen da nicht durchgehen. Natürlich, wenn ihr es nicht schafft in die Entrückung, dann müsst ihr da durchgehen. Aber ich habe halt immer das Gefühl, ihr werdet das nicht schaffen. Guckt mal Deutschland an. Also fast, wie er gesagt hat, fast bis zum Rhein hin werden die Truppen zerstört, also wird Deutschland zerstört sein durch dieses Streifen von biologischen Kriegswaffen. Durch die biologischen Kriegswaffen werden alle Menschen, sogar Tiere, er hat sogar gesagt, Würmer in der Erde werden zerschmelzen. Ja, es sei fast ein Zerschmelzen, wie er das beschrieben hat. Ist alles kaputt. Es kann niemand mehr von einer Seite zur anderen gehen. Das heißt, Russland ist abgeschnitten, und das haben sie ja gewollt, dass Russland abgeschnitten ist, aber sie wollten ja auch, es war ihnen ja wurscht, egal ob Deutschland da drauf geht oder nicht. Und das meiste eben, Deutschland ist draufgegangen. Und dann ist ja nur ein Streifen da noch übrig entlang vom Rhein, also von Nord bis Süd entlang vom Rhein. Und
diese Leute dann, die meisten kommen ja dann auch um während dieser 3 Tage Finsternis. Ja? Das heißt, es werden nicht viele Menschen überleben. Ihr könnt eure Familien vorbereiten, die halt sich weigern, Jesus Christus als Führer anzunehmen. Ja, ihr könnt sie sagen, halt mal, seid vorbereitet auf das und das und das. Meine Familie, die in Deutschland, sie wohnen nahe am Rhein. Und ja, sie können vielleicht dieses biologische Kriegführung überleben. Aber was machen sie dann, wenn eben diese 3 Tage Finsternis kommen? Ja, ich habe meine Familie schon gesagt, sie müssen da vorbereitet sein für diese 3 Tage Finsternis. Aber man hört ja auch so viel, wenn es um diese 3 Tage Finsternis geht. Ah ja, wir müssen dann eben den Rosenkranz beten und heilige Wachskerzen anzünden. Das ist ja alles Blödsinn. Was er gesagt hat, wir müssen drin bleiben, die Fenster zumachen, nicht die Türen öffnen. Das ist alles okay. Ja, ja, beten ist ja alles okay. Aber ja, wenn man dann eben in die andere Richtung sagt, ha, ihr müsst euren Aberglauben weiterführen, das hilft dir dann auch niemand zu überleben. Weil sie müssen lernen, Jesus Christus nachzufolgen. Wenn sie endlich merken, hallo, es gibt einen Gott, dann müssen sie Jesus Christus nachfolgen, dem Messias. Und sagen halt, wir folgen nur Jesus Christus nach. Ja, das hilft dann nicht, wenn man denen dann sagt, ah, bete den Rosenkranz. Es ist ja jetzt schon der Fall, dass sie jetzt den Rosenkranz beten und deswegen Jesus Christus nicht nachfolgen, sondern sie verführt sind. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen bei diesem Alois Irlmeier. Ja, er hat schon recht, und ich denke schon, dass man ihm also glauben kann in vielen Dingen. Aber ihr müsst aufpassen, weil er ist kein wirklicher Christ. Ja, er ist mehr ein Nachfolger von Maria. Er ist ein Katholik und ein Nachfolger von Maria. Und das ist halt eben mal so. Und wenn ihr wirklich herausfinden wollt, was die katholische Kirche ist, ich habe ein Buch und ich werde es unten anbringen. Ja, und zwar heißt es 50 Jahre in der römischen Kirche. Heißt es auf Englisch. Und auf Deutsch heißt es irgendwas anderes. Ich werde es nachschlagen und werde es unten anbringen. Ich habe das schon mal erwähnt bei einem Charles, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Charles. Wie heißt er denn? Ich versuche jetzt gerade zu gucken auf mein Facebook-Group Great Deceptions of the End Times, ja? Facebook-Group Great Deceptions of the End Times. Da tue ich sehr viele, sind die meisten, die ich da anbringe, sind halt eben, sind englische Dinge, ja? Aber ab und zu mache ich auch, ich habe jetzt zum Beispiel eben auch die 3 Erlmeyer-Filme oder Videos da angebracht. Also ich sehe es jetzt noch nicht, ich gucke jetzt immer noch weiter. Ich habe das da eben angebracht, damit ihr euch das anschauen könnt. Ah, hier. Nee, das ist das Englische. Also das Englische. Ah, hier. Pater Ginniquis Erlebnisse, so heißt das Buch. Pater Ginniquis Erlebnisse. Und ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das gibt es sogar, nee, das gibt es zum Kaufen. Gesamte Ausgabe, 50 Jahre in der Kirche Roms, ja, 40 Jahre in der Kirche Christi. Also, es ist ein sehr gutes Buch von 1800 noch was. Er lebte während der Zeit von Abraham Lincoln. Und er war ein Priester und kann ganz gut beschreiben, eben was so in der katholischen Kirche alles von sich geht. Ja, sehr wichtig. Also die katholische Kirche ist Babylon die Große. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil ich ja
selber, meine Familie ist ja selber sehr stark katholisch. Ich kann nichts dran ändern. So ist es halt. Also, ich komme jetzt zum Ende. Schaut euch diese drei Videos an, die ich unten anbringe. Guckt euch oder mal sehen. Also das Buch ist sehr dick, wenn ihr das also lesen wollt. Aber es ist sehr gut von ihm beschrieben, was da alles läuft in der römisch-katholischen Kirche. Wenn ihr römisch-katholisch seid, ihr müsst euch wirklich erkundigen. Ihr müsst jeden Tag die Bibel lesen. Und ja, ihr müsst wirklich die Wahrheit in der Bibel finden. Und das ist das Einzigste, was ich sagen kann. Nur Jesus Christus ist unser Führer. Und der Papst hat sich anstelle vom Heiligen Geist gesetzt, anstelle von Jesus Christus und anstelle von Gott. 2. Thessaloniker 2, wenn ihr das lesen wollt. 2. Thessaloniker 2, das ist der Sohn oder der Sohn der Sünde. Und das ist das Papsttum. Der Sohn der Sünde. Und ihr müsst aufwachen. Das hat damals schon Martin Luther und Calvin, die haben das alle schon gewusst. Aber mit der Zeit haben sich halt diese Jesuiten in protestantische Seminare eingeschlichen und haben das wieder verdeckt. Aber da gehe ich jetzt nicht hin, sondern ich komme jetzt zum Ende und schaut euch diese Dinge an. Sehr wichtig. Und aber, Leute, seid bereit für die Entrückung. Sie ist jetzt nicht passiert am Tag der Trompeten, aber wir haben vielleicht noch eine Woche oder 10 Tage Zeit. Ja, oder sogar einen ganzen Monat. Ich weiß es nicht. Ihr dürft aber nicht aufgeben, sondern ja, Jesus Christus kann dieses Jahr noch kommen. Und wenn er dieses Jahr nicht kommt, dann wird er eben nächstes Jahr kommen. Aber die Zeit ist nahe. Die Zeit ist so nah. Ich sehe es und sehe die ganzen eben Zeichen, sehe ich. Wir können halt eben auch zum Beispiel diesem Elmeyer folgen. Die Zeichen, die er schon gezeigt hat, die erfüllt sind. Und die Zeichen, die aber noch kommen, und sie werden kommen. Wir gehen jetzt in die Mitte von einem totalen Kollaps, wirtschaftlichen Kollaps in Deutschland, dass das System, das Geldsystem, der Euro wird zerfallen. Ja, wir sehen das. Das hat er vorausgesagt. Und dann fängt halt der Dritte Weltkrieg an. Und wenn der anfängt, dann könnt ihr wirklich sagen, hallo, wir sind am Ende. Dann könnt ihr wirklich sagen, hallo, wir sind am Ende. Das ist einfach mal so. Ja, was passiert während dem Dritten Weltkrieg und dann eben die 3 Tage Finsternis sind ein Teil von dem Zorn Gottes. Ja, das ist ein katastrophisches Ereignis, das passiert. Also, nochmal, lasst den Heiligen Geist euch leiten immer.